1990 habe ich die Idee gehabt, nach der Wende diesen Campingplatz zu planen und zu errichten. Haben wir 91 dann auch realisiert. Wir haben von Anfang an versucht, einen hohen Standard zu fahren mit einem extra Reisemobilhafen. Ich glaube, wir waren der erste in Ostdeutschland. Danach haben wir natürlich die ganzen Qualitätsansprüche wie moderne Sanitäranlagen, Infrastruktur, Komfortstellplätze mit Wasser, Abwasser. Wir sind öko-zertifiziert. Wir haben in den ganzen Jahren natürlich den Qualitätsausbau weiter betrieben. Wir sind am Rande des Nationalparks, vorpommersche Boddenlandschaft. Wir sind 100 Meter vom Strand. Ich glaube, das sind alles Sachen, wenn man die mit Qualität bündelt, kann nur was Gutes rauskommen. Und das ist unser Ziel. WLAN gehört heute eigentlich zum Standard. Wir haben versucht, mehrere Möglichkeiten auch mit der Deutschen Telekom zu finden, über Hotspot-Systeme. Da wir aber nur eine 2000er Leitung haben, können Sie sich vorstellen, wenn 5 Mann im Netz sind, bricht das Netz zusammen. Aufgrund dessen haben wir uns an die Firma Benio gewandt und um Unterstützung gebeten. Mein Name ist Steffen Baum. Ich bin seit über 10 Jahren aktiv im Bereich WLAN, professionelle Wi-Fi-WLAN-Lösungen. Wir haben uns mit unserem Unternehmen Benio spezialisiert auf Hotellerie, auf Großflächenlösungen, Campingplätze, also überall da, wo Leute schnell, effizient, kostenlos online sein wollen. Ich kannte aus unseren vorigen Tätigkeiten bis zurück zu 10 Jahren schon Lösungen über Satellit. Wir haben uns konkret vor über einem Jahr mit dem Thema beschäftigt, da wir dann die ersten Anfragen bekommen haben von Campingplätzen, welche Lösung es gibt. Wir haben, das war von uns noch oder von mir noch die Erfahrung, dass Eutelsat diese Lösung anbietet. Wir haben uns dann über den Provider GetInternet, der Eutelsat in Deutschland vertritt, eine Testlösung bestellt, die wir im Unternehmen aufgebaut haben, getestet haben, für gut befunden haben. Die Lösungen, die heute angeboten werden im Bereich zum Beispiel LTE, sind dort auch nicht vorhanden oder nur so schlecht ausgebaut, dass wir die Bandbreiten, die wir brauchen, nicht zur Verfügung haben. Und deshalb ist die derzeit einzig gute, funktionierende Lösung die Versorgung über Breitbandinternet via Satellit. Und da ist Eutelsat für uns der Partner. Eutelsat bietet uns technisch über den KA-Satelliten die verfügbare Bandbreite, die wir benötigen für unsere Kunden, in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Dienst hier wird hervorragend angenommen. Der Betreiber sowie auch die Gäste sind damit zufrieden. Der Vorteil für uns bei der Eutelsat-Lösung ist natürlich, dass wir auf die Bandbreitenanforderungen reagieren können. Das heißt, wir können das System skalieren. Wir sind die Firma GetInternet aus Trier. Mein Name ist Gunnar Kreusel. Ich bin zuständig für den Offline-Vertrieb seit 2012 und wir sind Partner von Eutelsat Broadband und vermarkten das Produkt Internet via Satellit in Deutschland, Österreich, Schweiz an Endkunden sowie auch an Businesskunden. Wir bieten mit Eutelsat zusammen Lösungen an, wo wir Bandbreiten garantieren, die angeboten werden. Wir bieten Voluminas an, die abgerufen werden können zu vertretbaren Preisen. Und das ist eigentlich das, wo wir auf sehr, sehr gute Gespräche gestoßen sind, auf Messen mit Campingplatzbetreibern, aber auch Ferienwohnungen, Betreibern, Ferienparks, Hotels, Pensionen, die einfach Bedarf haben nach Breitband und einfach schnelles Internet brauchen, weil sie dadurch sonst einen Nachteil haben im Wettbewerb zu anderen Parks, wo Internet funktioniert und anliegt. Und aus diesem Grund sitzen wir auch heute hier zusammen, um ein Beispiel zu bringen, wie das Produkt in live funktioniert. Wir sehen einen Bedarf von mehreren tausend Campingplätzen in Deutschland, wobei ungefähr 800 Premium-Campingplätze der Hauptfokus darauf liegen wird. Diese werden jetzt sukzessive nach und nach angegangen, weil die Leute brauchen einfach Breitband. Und Urlaub ohne Internet wird nicht mehr funktionieren. Ich denke mal, durch Gespräche mit den Kunden, die wir auch persönlich führen, über Platzwarte, Rezeption und meine Person, sehen wir da schon einen großen Vorteil in Zukunft. Denn wie wir wissen, gerade in der Vor- und Nachsaison sind viele ältere Menschen auch unterwegs, die auch reichlich schon im Netz unterwegs sind.
Und die wählen teilweise ihren Urlaubsort auch nach dem Angebot nach einem WLAN-Netz aus. Ich denke mal, da sehen wir auch einen Vorteil, einen Qualitätsvorteil und auch einen Geschäftsvorteil. Das ist für uns ganz wichtig. Also ich kann in diesem Bereich eigentlich nur Eutelsat Breitband empfehlen, um die Infrastrukturen auch für andere touristische Einrichtungen als Netzwerk aufzubauen.